Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Zeit aus Skyward Sword Halligalli. Ganz genau. Im letzten Part haben wir den ersten Tempel betreten und schon ein bisschen herumgerätselt und eine Skulltula besiegt. Und dabei unsere ganze Munition verschwendet. Das hat nicht geklappt. Und jetzt beginnt das große Rätsel, weil wir müssen erstmal aus diesem Wasser raus. Bitte, Link, stell dich nicht so an. Komm. Los da! Look, okay. Ist gut. So. Also, dort kommen wir erstmal nicht lang. Alles klar. Dann müssen wir wahrscheinlich doch hier rein. Genau, im letzten Part haben wir ja hier schon herumgerätselt. Hier soll sich irgendwo noch ein Schalter befinden. Tja. Danke. So. Hier steht es ja geschrieben. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten. Trifft die Ulm einmal um einen Runden. Es ist sehr fies. Zur linken und zur rechten. Und darauf kommen soll. Link, bitte. Was machst du da? Ganz genau. Unter der Brücke. Oben, unten. Genau das ist damit gemeint. Ja, verwurschtelt geschrieben, aber eigentlich einfach. Was nein. So, jetzt. Oh, was zum Teufel? Jetzt Gott, wie ein Schild. Ich habe keine Munition mehr. Tja, wenn du keine Munition hast, dann komm her. Hier. Oh. Wieder eine Skulltula. Warte mal, ich habe wirklich keine Munition. Dankeschön. Gut. Okay. Schaffe ich das bis dahin? Dankeschön. Link. Gott. Tja. So. So. Aha. Sehr schön. Okay. Was dürfte uns einiges bringen? Ist da auch noch was? Nein. Aber schöne Neuerung ist halt auch, dass jetzt die Items, die man bereits eingesammelt hat, bei einem neuen Spielstand nicht noch einmal angezeigt werden. Also beim erneuten Laden des Spielstandes.
die auf der Karte mit X markiert sind. Triff die Juwelen. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Triff die Juwelen, die in der Karte mit X markiert sind. Karte. Okay. Hä? Ich gehe weiter. Oha! Nicht fallen, Link. Hier ist was Schönes. Ja, die Karte. Da sind die Xer. Sie hat doch gleich den Kompass drin. Gebiete, ich hab dir was zu berichten. Du hast nun eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie mit Minus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Xer markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesen keine Signallichter setzen kannst. Ja, mach ich ja schon. So, die Xer. Da sollen wir Schalter treffen, wurde uns gesagt. Die haben wir schon getroffen. Also alles gut. So. Ja. Okay. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. So, da wir den Wasserstand geändert haben, können wir jetzt hier hoch. Herzen? Herzen. Danke. Schön. Mit. Ja, sagt der Breath of the Wild auch so gefehlt. Einfach mal im Gras ein bisschen schneiden und Rubine rauskriegen und Herzen. Mhm. Das könnte man da nicht. Man konnte das Gras schneiden, aber es brachte nichts. Oje, nee. Was für ein grauenhafter Gegner. Oh yeah, Ter. Hallo. Oha. Zwei auf einmal. Genau. Und? Alles klar. Schön. Kleine Schlüssel. Ah, so, hier sind wir. Okay. Guckt mal, wir sind hier. Bei der. Alles klar. Dann würde ich aber hier wieder zurückgehen, weil das leicht schneller ist. So, jetzt können wir die Tür öffnen. Sehr schön. Oh ja, terhaft. Ach du Schande. Was ist hier denn los? Gott. Jetzt geht's erst richtig los. Oh, jetzt wird's lustig. Ich hab nur einen perfekten Schuss. Dankeschön, Federmäuse, dass ihr endlich mal ankommt. Fledermaus? Fledermaus? Kleine Maus? Reste Maus? Ne? Nee. Okay. Link, bitte. Sehr schön. Okay. Schnell rein.
Was gibt es hier? Ein Zwischenbus? Was dachtest du denn? Oh nein! Oh. Okay, this is. Gruselig. Oh Gott. Ja. Nein. Hilfe. Oh, das ist trotzdem noch nicht ganz einfach. Wie viele Treffer braucht er denn? Was macht er da? Nintendo? Nein, das will ich nicht. Den Käfer erhalten. Er fliegt in der Luft. Gebieter, ich habe das soeben gefunden und analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern können, sowie kleinere Objekte treffen oder mit der Zange zerspringen können. Drücke ZR, um das Fluggerät zum Abflug bereit zu machen und um mehr seine Bedienung zu erfahren, das da. Ja. Sehr schön. Oh yeah. Schöne Fledermäuse. Kommt jetzt aber nicht an. Okay. Nicht mehr mit Bewegungssteuerung, alles klar. Dann macht er aber mit Bewegungssteuerung. Ich merke aber gerade, dass er in der Luft sich nicht mit der normalen Luftsteuerung bewegt, also. Nach oben ist unten und nach unten ist oben. Also nicht invertiert, sondern die Steuerung ist nicht invertiert. Oben ist oben und unten ist unten. Okay. Eigentlich ist man es anders ganz gewohnt. Ach, bitte. Tja. Wie lange die Kämpfe einfach dauern? Link. Was befindet sich denn hier? Huch. Nein, Junge. Bitte. Schon ist komisch. Sehr komisch.
Sehr komische Steuerung. Hilfe. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß auch, dass er diese Gänge lang muss. Also jedenfalls einen davon. Hätte er jetzt länger? Blick. Irgendeinen von den Gängen wollen wir nämlich einen Schalter. Oh, wow, das ist ein Herzteil. Wo? 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 Tja, wer weiß das schon? Das könnte ja überall sein. Waschen, genau. Hätte ja sein können. Dann da rein mal gucken. Nein. Ich hatte Angst. Fail. Guck mal das. Was ist denn da oben? Ich sehe das. Was ist das? Oh. Ja. Link, ein Herzteil. Ein Herzteil. Noch drei weitere. Okay, sehr schön. Da ist das Herzteil. Wie schön. Mhm. Okay. Speichern. 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 Danke. Okay. Jetzt habe ich seine Steuerung verstanden. Ich habe sie doch nicht verstanden. Getroffen. Wenn es so eng ist, dann ist die Steuerung echt komisch. Gott. Okay. Gehen wir da rein. Wenn wir schon mal aufgemacht haben, gehen wir da auch rein. Was war das jetzt? Das ist aber nicht der Anfang oder so. Link. Was wird das? Hilfe! Okay. Ich dachte Softdog. Ich bin aber doch nicht bei Nintendo Spiel. Ich bitte dich. Nee, das schafft er nicht. Das schafft der Link nicht. Okay. Aha. Erstmal. Oh. Gott. Hallo? Oh nein. Das war ein schlimmer Feind.
Ist das hässlich? Wie geht das? Oh Leute. Aha. Aha. So geht Fangstoß. Okay. Oh Gott. Kann man lustig werden mit der Steuerung. So kriegen wir alle drei oben nicht. Also von unten und dann hochhieben. Nee. Okay. Das soll wohl helfen. So, alle drauf achten. Oh Mann. Sehr schön. Und? Sehr schön. Ein Schlüssel. Da oben war jetzt nichts weiter. Also, da kommen wir dann irgendwie anders hin. Da kommen wir irgendwie anders hin. Guck mal, wie komme ich hier raus? Link. Soll ich doch? Ah, so, okay, warte, ich seh's. Ich seh's. Oh Gott, und ich seh den Bart. Was macht das? So wird ein Schuh daraus. Na, warte. Tja, Hilfe. Okay. Achso, okay. Das war wirklich nur für den Rückweg. So. Aber wo wir damit hingehen, das sehen wir dann im nächsten Part. Link, guck nicht so böse. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und meine Meinung in die Kommentare.